Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir in einem Scania S, den wir uns auch holen werden. Da kostet es 122.000. Wir fahren heute medizinische Impfstoffe 5 Tonnen von Stockholm nach Helsingborg. Ganze 485 Kilometer sind es. Und wir bekommen 15.000 für den Auftrag, sprich, wir sind danach knapp 7.000 entfernt, sollte es alles glimpflich laufen. Um unseren ersten LKW zu holen, das auch ein, wie gesagt, ein Scania S werden wird. Zumindest ist es so vorhergesehen gewesen, so gesehen. Das war das. Eine Arbeitsagentur entdeckt, okay. So war es zumindest. Oder es ist zumindest der favorisierte LKW, wie es halt. Den wir halt ausgewählt haben beim Start des Profils. Von daher wird er es. Da wollte ich hin, höchstwahrscheinlich auch werden. Das ist höchstwahrscheinlich. Also er wird es werden. Mit Sicherheit. In Season 4 kann man dann ja immer noch, oder in Staffel 4 kann man dann ja immer noch wieder einen neuen Neo oder ein anderes Modell wählen als Favorit. Habe ich Frühling drin? Ja, ne? Ich habe einen Frühlingsmod drin, oder? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Ich glaube schon. Habe ich doch, oder? Ich habe doch hier den Frühlingsmod reingetragen. Genau, ich habe. Ja, eure Truppensimulator 2 habe ich den Frühlingsmod drin und. In den anderen halt nicht, weil es keinen gab, der funktionieren wollte. Gut, 25 sind echt nicht viel, ne? Wir sind da am Montag. Wir sind da in 6 Stunden. Gegen 15.30 Uhr, sagen wir mal. Wir werden am Dienstag erst erwartet. Das heißt, wir müssten. Prinzip noch ein bisschen warten dort. Aber es ist schön, dass wir dann unseren ersten LKW bekommen werden, sehr bald. Moment, ich weiß gar nicht, was für eine Folge wir jetzt gerade haben. Ich fange gerade mal auf. Oh Gott. Alter. Was war denn das jetzt schon wieder für ein Leck? Ich gucke einfach mal nach. Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle werden wir unseren eigenen LKW holen. Wir werden das, wir werden ähnlich verfahren oder genauso verfahren. Oder werden, ja, wir werden das einfach mal testweise so verfahren. Oh Gott, das wird zumindest. Oh Gott. Ja, mit der Festplatte irgendwie läuft das schön bei Dings, bei ETS 2 in die falsche Richtung. Von Überlastung her. Aber es ist noch im moderaten Bereich. Die ist nicht komplett am Eskalieren. Wie lange ist denn das jetzt her? Okay, in Folge 20 kaufen wir uns einen LKW. Den ersten eigenen LKW. Ich bin gespannt, also was ist gespannt? Also ich freue mich drauf, so, das ist glaube ich besser formuliert. Sprich, wir werden halt die ganze Firma auf Scanias aufbauen.
Mal schauen, wie das so läuft. Ob wir das auch so durchziehen. Ich hoffe, ich behalte das im Hinterkopf. Aber es war so mein Gedanke. Das war halt so eine komplette Flotte halt. Ähnlich wie in American Truck Simulator, in den Reloaded Seasons, in den Reloaded Staffeln. Dass wir halt auch dort, dass wir auch hier in Euro Truck Simulator 2 so verfahren. Allerdings haben wir hier halt die mehr Möglichkeiten. Ich glaube, im American Truck Simulator haben wir bei Staffel 2 nur die Möglichkeit von einem einzigen Modell, also nur vom Freightliner Cascadia. Einfach aus dem Grund, weil das war das einzige Modell, was wir halt in der Staffel 2 hatten. Und in der Staffel 3 von American Truck Simulator, der Reloaded-Version, haben wir, glaube ich, nicht nur den Mac Titan, sondern auch den Mac. Boah, irgendwas mit P, glaube ich. Ich glaube, irgendwas mit P. Ich glaube, da haben wir nämlich zwei Mac-Modelle. Was ziemlich praktisch ist, weil wir es halt nicht in der Staffel 2 hatten. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, dass wir dort entgegen der priorisierten LKW-Favorisierung gegangen sind. Okay, das war jetzt ein. Ja, das war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Ich muss mal schauen. Also ich nehm das jetzt gerade sehr ungünstig an einem Sonntag auf. Sprich, gestern habe ich es aufgenommen. Ich hoffe mal, dass ich es hinbekomme, dass ich morgen früh bisschen was im Voraus aufnehmen kann. Sprich, ich versuche zwei Folgen Euro Truck Simulator aufzunehmen. Für im Voraus und auch noch ein bisschen Train Sim World. Und oder beziehungsweise und eventuell Train Simulator. Mal schauen. Aber dass ich da halt ein bisschen was im Voraus habe, wobei da müsste ich schon fast noch ein bisschen mehr aufnehmen als nur zwei Folgen. Mal gucken, ob ich dazu komme. Ich denke aber, dass ich heute noch mal ein bisschen die Zeit nutze und das Material von Anno 2205 und City Skyline ein bisschen weiter zu verarbeiten. Sprich, in Folge 20 fahren wir wieder von Bergen aus. Gen. Ja, entweder Osten oder Süden. Es kommt einem so langsam vor, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind echt richtig langsam. Aber ich glaube, es kommt einem echt wirklich nur so vor. Gefühlt fahren wir im American Truck Simulator 50% schneller. Kilometer haben wir jetzt mittlerweile hinter uns. Oder? Nevermind, das ist schon ein bisschen mehr. Wir haben beinahe 40%, sagen wir mal, wir sind jetzt mit 30% der Strecke durch. Boah. Das ist dann doch schon wieder eine etwas längere Folge. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht ganz genau, wie ich verfahre wenn wir schlafen. Also wenn wir, ob ich jetzt quasi dann so lange fahre, bis wir eine Pause einlegen müssen, oder ob ich so verfahre, dass die Folge der komplette Aufsack ist. Muss ich mal schauen. Echt nochmal überlegen, weiß ich echt noch nicht. Wenn ihr Ideen habt, also wenn ihr Vorschläge habt, oder eine Favorisierung von den Ideen habt, ob ich jetzt eine Folge so gesehen ein Auftrag bleiben soll. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Gedanke war.
Muss ich vielleicht nochmal in alten Folgen mir anschauen. Ja, also ich bin gerne für Vorschläge bereit. Also schreibt es gerne in den Kommentaren oder ich mache eine Abstimmung, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht habe ich auch eine Abstimmung. Dann vermutlich auch in Folge 20 erst. Ah, das ist 16 oder 7, langsam wird es wieder schwieriger mit dem Sehen. Ich weiß doch gar nicht, warum hier von ATS 2 die Staffel 3 reloaded, warum das so. Warum die Festplatte da so Freude hat am Ausschlagen. An den Mods, die in der verkehrten Reihenfolge sind oder sowas. War das davor auch so? Okay, jetzt sehe ich gerade überhaupt nichts, weil. Das ist jetzt richtiges Blindesfahren. Aber die Straße ist jetzt schön gerade. Ich glaube, die macht hier die Kurve. Auch wieder knapp, ne? Dass die immer so dicht vor einem einscheren müssen. Ja, aber ich muss das echt weiter nach vorne verlegen. Die Aufnahme von solchen Projekten. So, Transportfieber und Transportfieber 2 kann man noch um diese Uhrzeit machen oder sowas in Richtung was in Skylines, aber. Alles andere macht wenig Sinn. Einfach weil es mittlerweile wieder sehr freundlich wird. Vielleicht sollte ich mal vorausschauen gucken. So die Folgen werden, ach wie sie die Folgen werden, so die Tage werden. Was die Vorhersage sagt, vermutlich freundlich als fuck. Ich hätte gedacht, wir kommen da echt mehr ran zum Überholen, aber. Aber gut, boah, es sind schon 18 Grad gerade, holy shit. Jetzt fahren sie wieder schneller, ne? Ihr wollt mich verarschen. Wobei, gleich werden sie wahrscheinlich wieder langsamer. Wir bleiben auf der linken Spur. Man kennt es ja bei den Prefabs. Oder war das. Das war ein freundlicheres Prefab, was das betrifft, ne? Wir haben auch über. Holy shit. Mal gucken, wie frisch oder wie. Okay, die Nacht für 6 Grad nachts. Na, mal gucken, vielleicht wird es ein bisschen angenehmer die Nächte jetzt auch wieder. Okay, morgen ist auch komplett sonnig mit 23 Grad, beziehungsweise heute für euch. Und danach 2 Tage, wo Sonne, so ein Mix aus Sonne und Wolken. Okay. Teils bewölkt, okay. Danach, der Tag danach, der Mittwoch wird noch verregnet, auch ein bisschen mit Regenpotenzial.
Den Rest können wir gleich gucken. Oder auch jetzt, wo der Verkehr hier gerade so krass ist. Okay, ja gut. Wird doch eher sonnig, also. Doch schon so früh aufnehmen, wie es geht. Weiß ich zumindest schon mal Bescheid. Kilometer noch. Ist gleich auch nur, wie viel PS hatte der nochmal? 370 PS? Ich glaube ja. Also diese Dings. Und Haker, die sehe ich auch. Bisher, ah nee, das war ein American Truck Simulator, Tatsache. Ein American Truck Simulator in der zweiten Staffel, als einmal richtig heftig. Da war die Festplatte für mehrere Zeit auf 100%. Aus unerklärlichen Gründen. Bisher jetzt noch nicht hier so gewesen ist. Also muss ich dann gleich nochmal kurz ein bisschen auf eine Pause drücken. Wenn es dann wirklich so schlimm wird, da habe ich ja zum Glück genommen Gierung gefunden, was Problem. Dann für den Rest der Zeit zu beheben. Nur da, wenn wir schlafen, schlafen wir. Wie lange schlafen wir nur? Waren das 12 Stunden? Ich weiß schon gar nicht mehr. Schlafen wir 6 Stunden? Oder 8 Stunden? Können auch 8 Stunden gewesen sein, ne? Wenn man 16 Stunden fahren könnte. Laune ist halt gleich auch so. Bei der nächsten Gelegenheit legen wir uns mal hin und dann ich kann auch 1000 Kilometer folgen, wenn man dann irgendwie so eine 3000 noch was Kilometer Folge hat. Oder Auftrag hat. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir wissen, dass bei roundabout 20 Minuten für 400 Kilometer. Sagen wir mal, 200 Kilometer sind 10 Minuten. Also 50 Minuten würde passen. Dann limitieren wir das auf Kilometer. Also ungefähr auf Kilometer, ne? Also so um 1000 Kilometer rum, dass wir dann quasi einen kurzen Stopp, so eine kleine Winkelpause machen auf dem Radstopp und dann wieder weiterfahren, so gesehen.
Dann immer gut, dass wir uns da schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, dass ich das auch so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass ich irgendwas im Kopf hatte. Und dann eventuell auch sogar tatsächlich auf diese Informationen zurückgreifen können. Hoppala, soll ich mich daran erinnern? Einmal wird es vor Helsingborg sein, dass wir uns hinlegen. Mal kurz in die Koje hauen. Oder tatsächlich sogar in Helsingborg, das kann natürlich auch sein. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Central European Summerhelm, was passt jetzt auch sogar mittlerweile wieder? Boah, meine Fresse. Und weiter geht's. Ja, okay. Eieieiei. Jetzt bin ich wieder wach. So schnell konnte ich gar nicht reagieren, dass ich irgendwie. Eigentlich wollte ich hupen, aber da war ich nicht schnell genug dran. Das wird ein Helsingborg sein. Das für uns aufs Ohr hauen. Wenn das echt 8 Stunden sind. Müssen wir tatsächlich sogar immer noch warten. Mal schauen. So, wir kommen jetzt in Helsingborg rein. Das merkt man irgendwie. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal geradeaus weiter. Noch liefern wir nicht ab. Wir werden schließlich noch nicht erwartet. Unser Termin ist erst noch. Dann fahren wir doch einfach mal ein bisschen geradeaus weiter. Dann können wir das da auch ein bisschen aufdecken. Gibt es ja sonst noch was in der Gegend? Für den Spaß, alles rauszuschneiden, wo die Festplatte wieder abgeht.
lohnt es sich dahin zu fahren? Fahren wir einfach mal hin. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Legen muss da hinten bei der Tanke hin, Mensch. Jetzt sieht auch schon, wie lang gefahren sind. Wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir noch ein bisschen zu früh sind. Immer noch. Und dass wir immer noch warten müssen. Aber wir werden sehen. Na. Minuten, dann werden wir erwartet um 10 nach. Na, okay. Das ist nicht okay, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr sehe, weil es jetzt dunkel ist drin in Game. Aber gut. Dann warten wir halt, wenn wir uns da schon mal hinstellen. So ist es ja nicht. Geht's jetzt hier rein? Ich habe keine Ahnung. Also mit dem Einpacken ist etwas länger dauert, weil ich halt kein bisschen was sehe. Gehört schon richtig kacke. Schengen Trailer, ja, okay. Ja, okay, ich glaube, das wird nichts mit einpacken. Also kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich halt überhaupt. Ich sehe. Eigentlich sehe ich halt nichts. Also for real, ich sehe nichts. Das ist einfach zu hell.
Müssen wir einfach mal das Einpacken überspringen. Dankeschön. Geht einfach nicht. Also. Das Einzige, was ich gesehen habe, war vor mir. Und dem habe ich nichts gesehen. Ich habe nicht mal die scheiß Trailer wirklich erkannt. An der Außenperspektive. Wie gesagt, es ist nicht die Zeit zum Aufnehmen. Deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben. Medizinische Impfstoffe von Stockholm nach Helsingborg geliefert. 490 Kilometer. Boah, ich kann schon wieder pennen gehen. Ey, von diesen, nur diese eine Fahrt. Eieiei. 14,5 Stunden haben wir gebraucht. 81 Liter verballert. Es wird wieder übelst warm hier drin. 30 Grad läuft. 50.000 haben wir bekommen und 905 Erfahrungspunkte. Demnach sind wir. Uiuiui. Knapp 7.000 entfernt. Das war jetzt Folge 19, ne? Aber Moment, dann holen wir uns eine Folge 21 den ersten LKW. Will ich direkt in Bergen losfahren? Schon wieder, obwohl wir danach wieder da fahren? Ich glaube nicht. Ich habe dann welche von Göteborg nach Amort fahren. Wenn wir ihn auch vielleicht noch haben werden oder noch haben werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder von Eurotrack Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Oder ein anderes Video hier auf dem Kanal. Und hoffentlich auch wieder mit einpacken. Ja. Wie gesagt, I'm sorry, es ist einfach zu hell. Spiegelung ist da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.